So, ich glaube, wir sind zu weit entfernt. Kadosh MM Kadar, öffne dich. Ich wollte gerade sagen, ist die Statue jetzt der Endgegner? Ich denke nicht. I. Ist ja echt widerlich. Hast du es also geschafft, mich zu finden? Ach, du bist der Allzu Meister. Lange warte ich nun schon auf deine Ankunft. Komm schon, tu doch nicht so, als hättest du das geplant. Was weißt du denn schon von meinen Absichten? Habe ich dir nicht die Suchenden geschickt, um dich auf meine Fährte zu locken? Habe ich nicht die Zeichen meiner Existenz so sichtbar hinterlassen, dass du mich gar nicht verfehlen konntest? So sehr du dich auch abwenden und finden magst, du wirst das alles nicht leugnen können. Es gibt nur eine Sache, die nicht vorherbestimmt war. Und das wäre? Du hast einen meiner Diener vernichtet. Er war dazu auserwählt, die Klaue zu tragen. Wie ich sehe, trägst du sie jetzt. Für diesen Frevel wirst du sterben. Oh, cool. Die haben sogar noch das Add-on mit implementiert. Wer bist du? Das fragst du noch. Kehre in dich, du Narr. Du weißt, wer ich bin. Flieh, du Narr. Ich trage keinen Namen, so wie du keinen Namen trägst. Ich erhalte die göttliche Kraft von meinem Schöpfer. So wie du die Kraft deines Gottes in dir trägst. Mein Schicksal ist die Zerstörung der Welt. So wie auch deine Hand den sicheren Tod bringt, Drachenjäger. Spürst du nicht das Band, das uns verbindet? Ja, du weißt, wer ich bin. Nein, das kann nicht sein. Belium? Xardas hat immer gesagt... Xardas ist schwach und keine Bedrohung für mich. Nur du allein bist würdig, mir entgegenzutreten. So steht es geschrieben. Die Zeit ist gekommen, dein Schicksal zu akzeptieren. Warum bist du hier? Die mir verliehene Göttlichkeit wird mich beflügeln, die Welt im Strom der Gewalt zu ertränken. Erst wenn die letzte Festung der Rechtschaffenen gefallen ist, werde ich ruhen. In wessen Auftrag führst du deine Schergen in den Krieg gegen die Menschen? Mein Gebieter ist der Herr der Nacht. Du kennst ihn. Du kannst seinen Ruf hören. Belia. In seinem Namen werden meine Heerscharen sich aus der Erde erheben und die Welt in Dunkelheit hüllen. Genug Worte. Genug der Worte. Ich werde dich dorthin zurückjagen, wo du ungetüm entkrochen bist. Du bist noch nicht bereit, mich zu besiegen. Nur noch ein kurzer Moment und ich habe mein Ziel erreicht. Glaubst du tatsächlich, du könntest mich mit der Klaue verletzen? Deine Gebeine werden mir dienen, um der Welt den Atem des Todes zu bringen. Oh, verdammt. Ich glaube, ich kann ihn wirklich nicht wenn ich ihn nicht verletzen kann, dann wird das... Aber ein kleines Problem. Wir haben zwar auch noch stärkere Waffen, aber die Klaue Belias war eigentlich immer so meine präferierte Waffe. Tatsächlich. Egal wie ich versuche ihn zu treffen, wird nix. Yeah.
Okay, hier kommt er nicht hin. Mit der Klaue Belia komme ich also nicht mehr weiter. 6 Stärkepunkte, die mir fehlen. Ja. Einen Moment. Dann wechsle ich hier doch gerade nochmal ein bisschen was. Stärkebonus, Magie. Ich glaube, mir fehlt jetzt gerade noch genau ein Stärkepunkt. Ein Stärkepunkt zu wenig. Shit. Ja, dann, was habe ich sonst? Der Kriegshammer ist eine Einhandwaffe. Dann nehme ich doch mal die Runenmacht. Aber vorher setze ich noch gerade einen kleinen Zauber ein, den wir alle sehr gut kennen. Und zwar... Ja, die Todeswelle bringt sicherlich auch ein bisschen was, aber... Warum haben wir denn jetzt hier den Feuerregen da? Ah, der Feuerregen bringt genauso viel. Gut. Wie könnten wir den jetzt wohl besiegen? Mit Monsterschrumpfen sicherlich nicht. Eisblock, Angst... Feuerregen, mal probieren. Oh ja, der saß. Dann... Todeswelle. Wow. Okay, wenn ich schnell bin, ich lade gerade mal meinen Mana komplett auf. Kann ich die Todeswelle... Ich, als allererstes kommt die Todeswelle. Okay, einen Moment. Großer Feuersturm, Todeswelle. Mache ich als erstes. Die braucht länger zum Casten. Zack. Und tot ist er. Ja, das war's mit dem Drachen. Wir haben gerade gesehen, ich glaube, Xardas hat seine Seele, seine Essenz aufgenommen. Und jetzt bewegen wir uns mal zurück. Ich glaube, jetzt müssen wir mal schauen. Zurück zum Schiff. Diego? Hey! Es ist vorbei. Wir können uns wieder verdrücken. Jetzt schau dir das an. In meinem ganzen Leben habe ich noch nicht eine solche Anlage gesehen. Oh nein. Du hast es nur geschafft, an diesem Ding vorbeizukommen.
Ich hatte Glück, schätze ich. Ja, klasse. Okay, ich beende die Aufnahme hier nochmal kurz und dann... Das war's zumindest mit dem Drachen. Okay, willkommen zurück. Ich spreche nicht mit Diego, sonst hängt sich mein Spielleiter sofort wieder auf. Ich weiß nicht, woran es liegt. Irgendwie scheint er hier und da so einen Trigger zu haben, dass er da meint, ich mache nicht mehr weiter. Nun gut. Bewegen wir uns einfach so zurück. Aber wieso Diego jetzt hier reinkommt und vor allen Dingen wie an den Echsenmensch vorbeigekommen ist, das verrät uns natürlich niemand. Milton! So, jetzt ist Schluss. Der Tempel ist entmachtet. Wie schaffst du das eigentlich immer? Ich bin ein Magier. Das weiß ich auch nicht. Werden wir jemals zur Ruhe kommen? Verdient hätten wir es jedenfalls. Na komm, mein Freund. Ich zumindest. Ich glaube, du brauchst jetzt erstmal eine Mütze Schlaf. Geh am besten gleich zum Kapitän und lass uns ablegen. Der Witz ist ja immer noch, dass sie tatsächlich glauben, sie, wie sind die hier hingekommen? Egal. Mal schauen, vielleicht sind die ganzen Echsenmenschen ja jetzt auch tot. Wäre ja auch lustig. Nein, sind sie nicht. Ach, leck mich. Ja, die haben wir jetzt gleich abgehängt. Ach, wen haben wir denn da? Laris, oder nicht? Nee, Lee. Verdammt. Hey, du. Wir können jetzt wieder aufbrechen. Der Feind ist tot. Sehr gut. Dann sag dem Kapitän, dass er ablegen soll. Du bringst mich doch noch zum Festland, oder? Ja. Korenes wird auch ohne dich auskommen. Dann kann ich dem König endlich meine lang ersehnte Aufwartung machen. Ich habe lange darauf gewartet. Was meinst du? Sollte es sich am Ende doch noch bezahlt gemacht haben, Geduld zu bewahren? Geduld und die passenden Argumente. Ja, ohne ein bisschen Waffengewalt geht es nicht. Es war mir eine Ehre, mit dir in die Schlacht gezogen zu sein. Die Ehre war ganz meinerseits. Unsere Wege auch nach diesem Abenteuer irgendwann einmal wieder kreuzen. Na, ich glaube, das werden sie. Da bin ich mir sogar ziemlich sicher. Gut, da vorne ist das Schiff. Wir haben es gleich geschafft. Dann würde ich einfach sagen, das war's mit Gothic 2. Hat Spaß gemacht, wenn auch nicht immer. Teilweise war es echt nervig, vor allem während der Bugs. Gerade eben dann auch wieder der hübsche kleine Bug und ach. Aber es ist ein älteres Spiel. Das kann man alles verkraften. Ah, go on. Du bist beim Schiff geblieben? Klar. Stell dir vor, es wäre jetzt nicht mehr da. Was passiert denn jetzt noch? Nichts. Gar nichts mehr. Ich will nach Hause. Nach Hause? Ist gut. Wo ist das? So wie ich dich kenne, gibt es so etwas für dich nicht. Ich mache dir einen Vorschlag. Wir stürmen die nächste Taverne und werden uns erstmal sinnlos besaufen. Vielleicht. Hey! Komm wieder runter, Mann! Es ist vorbei! Hier gibt es nichts mehr zu holen für uns. Sag dem Kapitän, er soll das Schiff klar machen. Joja. Wo ist denn der Kapitän? Kapitän. Ah, nee, hier ist er nirgendwo. Ich glaube, der liegt im Bett.
Wolf. Jack. Verdammt, was ist los? Wir können los. Es ist vollbracht. Der Feind ist eliminiert. Ich hatte gehofft, dass alles gut wird. Aber ich muss zugeben, dass ich mir in den letzten Stunden nicht mehr so sicher war. Können wir jetzt endlich wieder in See stechen? Ja, Jack, das können wir. Und der Mensch erschlug das Tier und es ging ein in Belias Reich. Xardas, was genau ist im Tempel von Irdorath passiert? Du hast mit Innos Hilfe den Avatar des Bösen besiegt und ich habe seine Macht in mir aufgenommen. Seit ich den Kreis des Feuers verlassen habe, hatte ich nur dieses eine Ziel. Was mir im Tempel des Schläfers verwehrt blieb, ist nun endlich geschehen. Belia hat mich erwählt. Wir legen ab! Oh, shit! Dann gehorchst du jetzt dem Gott der Finsternis? Nein, ich gehorche genauso wenig Belia, wie du Innos gehorchst. Nicht einmal die Götter wissen, was das Schicksal für uns bereithält. Und ich beginne gerade erst zu begreifen, welche Möglichkeiten sich mir eröffnen. Aber eins steht fest. Wir werden uns wiedersehen. Und weg ist er. Okay, das ist jetzt leider etwas abgehackt, da das Bild auf 16:9 gestretched wurde. Ich hoffe, euch gefallen die Credits am Ende trotzdem noch. Und dann würde ich einfach sagen, danke fürs Einschalten. Und bis zum nächsten Mal.
Wir sind überladen. Wir müssen was von dem Gold über Bord werfen. Finger weg von dem Gold. Hör zu, es wäre wirklich besser, wenn wir... Ich will nichts mehr davon hören. Ich habe gehört, der Krieg mit den Orks steht schlecht. Und? Wir werden das ganze Gold vermutlich nirgendwo ausgeben können. Das Gold bleibt an Bord. Was nützt uns das Gold, wenn wir beim kleinsten Sturm kentern? Ich sehe aber keinen Sturm. Noch nicht. Entspann dich. Alles wird gut.